Willkommen zurück bei Extraction Point. Es sieht jetzt schon wieder nach mehr Grusel aus insgesamt. Und... Ach du Kacke! Was zur Hölle war das denn Sie jetzt? Sie sehen die auch, oder? Shit! Kein Wunder, dass ihr in den Schwierigkeiten steckt. What the fuck? Wieso hast du kein Licht? Alter! What the fuck? Oh, habe ich gerade Gänsehaut. Hätte ich vielleicht gar nicht ins Telefon gehen können, oder was? Das würde mich jetzt aber eigentlich doch interessieren. Kann ich nochmal laden? Checkpoint, das ist ja schon wieder so viele Minuten zurück. Scheiß drauf. Das gefällt mir nicht, dass der mitkommt. Das bedeutet bloß irgendwie, dass er wieder gleich abhanden kommt. Intervall 2 Flucht, Holiday Situation. Die Überlebenden der SSS-EGD haben im Auburn Memorial Hospital einen Evakuierungspunkt eingerichtet. Begehen sie sich zusammen mit Holiday zum Medical Center. Die technische Offizierin Jensen Kwon von 4 ist allein dorthin unterwegs. Mission: durchqueren sie zusammen mit Holiday den Lagerhausbezirk in Richtung U-Bahn. Die U-Bahn-Trasse führt zu einem Terminal in der Nähe des Auburn Memorial Hospital in der Innenstadt. U-Bahn und Lagerhäuser, immer die Top-Gegenden für Horrorspiele. Neben Kanälen. Mittlerweile ist es auch dunkel geworden. Ich glaube, am Anfang war noch ein wenig Tageslicht. Die Raben machen das hier nicht unbedingt besser. Wenn die tot sind. Das ist ein Snipergewehr, ja. Könnte so eine... Seht nach oben. Hier wimmelt es von Scharfschützen. Jetzt muss ich das Gewehr doch mitnehmen. Ich glaube, dann nehme ich... Wenn er die gesehen hat... Müsste ich die jetzt eigentlich mit dem Gewehr sehen können, oder nicht? Hier aber keine Sau. Wo soll denn hier ein Scharfschütze sein?
Ich sehe keinen einzigen. Wo bist du denn? Und wieso ist es jetzt plötzlich so hell hier? Oh, das ist ja unser. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, wir haben nur noch ein paar Schuss. Fuck. Einen Kilometer hinter uns sollte es einen Ausgang geben. Ja, lass mich erstmal die Muni holen. Jetzt ist es hier wirklich echt taghell auf einmal. Aber sind auch keine Lampen eingeschaltet oder so. Ja, lass mich erstmal nochmal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwo eine Spritze übersehen. Dass der Typ auch nicht warten kann. Ja, ich komm doch. Wieso muss der immer so schnell vorrennen? Stop. Wut? Überprüf das mal. Ich mach das Tor auf. Welches Tor denn? Ich hab das dumme Gefühl, wir werden gleich wieder getrennt. Ja, du könntest natürlich nicht hier runter und wieder hoch. Wieso habe ich das bloß geahnt? Nö. Hilfe bekommst du nicht. Überraschung. Du musst erstmal so schnell raffen, dass das so ein Ding ist. Da ist eine Leiter. Sagt er doch. Was war das?
Wieso nehme ich eigentlich nicht das MG hier? Das Scharfschützen-MG. What? Ich bin voll der Pro-Sniper. Und wie komme ich jetzt zu dir? Wenn sie genug rumgeballert haben, würde ich gern den Zaun da sprengen. Welchen Zaun? Wow. Okay, momentan will er irgendwie nicht so. Ich überspeichere das einfach mal. Vielleicht hat er sich dann wieder gleich gefangen. Sieht gut aus. Weg vom Zaun. Wir sind ein ziemlich gutes Team. Jo, finde ich auch. Munition, Munition. Ich gehe mich erstmal hier umsehen. Achso, das war der Zaun. Nichts Interessantes. Na dann. Stop. ATC-Agenten. Ich habe ein blödes Gefühl dabei. Was wollten die damit wohl fernhalten? Ach du Scheiße. Da haben sich welche gegenseitig umgebracht. Selbst angetan. Ich bin nicht gerade scharf darauf zu erfahren, was auf der anderen Seite liegt. Sie vielleicht? Mm-mm. Vielleicht müssen wir gleich gegen Holiday kämpfen. Mann, da stimmt was nicht. Und immer dieses Zeichen. Alter! Was ist das? Oh, oh. Oh.
Alter. Ich würde sagen, ich mache ein Aufnahmepäuschen und ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.